2019 gelesen habe. Und ungefähr 6-mal so viele, die ich noch lesen will. Aber ich dachte, ich update euch mal ein bisschen. Also mein Lesejahr 2019, meine gelesenen Bücher, mein TBR, meine Pläne und mein Current Read. Let's get into it! Struktur ist der Schlüssel zum Erfolg. Also reiß dich zusammen, Amelie, und verwandle das Video nicht in ein Chaos. Ich fange mal mit meinem Lesejahr 2018 an. In 2018 habe ich 57 Bücher gelesen, zumindest nach Goodreads. Allerdings gab es eine Geschummelaktion, sowohl von meiner Seite als auch von Goodreads Seite. Von daher sind es, Pi mal Daumen, 57 Bücher gewesen. Mein Ziel für 2019 sind 50 Bücher, da ich im Oktober anfange zu studieren und dann das Gefühl habe, dass ich, wenn ich überhaupt noch zum Lesen komme, höchstens Bücher für die Uni lesen werde. Und damit ist mein Lesejahr circa 3 Monate kürzer, deswegen habe ich mich auf 50 beschränkt. Meine Goodreads Bücher-Challenge hat sogar mal gesagt, dass ich 3 Bücher ahead schedule bin. Ich ahead schedule, das passiert nicht so oft. Ich war mal on top of things. Die Betonung liegt auf wahr. Ich glaube, nein, ich bin es nicht mehr. Aber ja, Goodreads sagt, ich muss 1 Buch per Woche lesen und dann kann ich meine Challenge completen. Ich würde sagen, ich bin good in time. Mal davon abgesehen, dass man ja tatsächlich wahrscheinlich 2,5 Monate kürzer wird, ich sollte mich beeilen. 2019 wird ein gutes Jahr. Kommen wir nun zu dem Moment, an dem ich mein Bücherregal auseinanderpflücken werde. Bis jetzt habe ich schon 11 Bücher gelesen und zwar diese hier! Ich update euch mal ganz schnell chronologisch. Angefangen hat meine Serie mit den letzten 120 Seiten von Queen of Shadows, dem 4. Band in der Throne of Glass-Reihe. Ich habe es auf meinem Handy ausgeliehen und als ich dann festgestellt habe, dass ich es am nächsten Tag abgeben muss, bin ich innerhalb von 10 Stunden durch die letzten 170 Seiten durchgerannt. Was gar nicht so einfach war, weil ich mich auf dem Handy echt nicht lang konzentrieren kann. Aber das Ende war einfach mal wieder so gut, dass ich wirklich wie festgeklebt vor dem Bildschirm saß. Nichts Neues. Danach, genau genommen einen Tag später, habe ich den 2. Teil der Night School-Reihe beendet. Ich rereade die Reihe momentan, diesmal in der richtigen Reihenfolge. Lange Geschichte, ich habe damals den 2. als erstes gelesen und dann den 1. und den 3., 4., 5. Aber jetzt lese ich die Reihe nochmal in der richtigen Reihenfolge und freue mich schon richtig, wenn ich mit dem 3. Teil anfangen kann. Ein weiterer Reread war Die Brüder Löwenherz. Kindheit! Wer noch? War kurz, hat also nicht lang gedauert. Ebenso wie mein Januarbuch The Powered X und das Buch danach Made You Up. The Powered X, weil es in Versform geschrieben war. Und Made You Up, weil es ein absolutes Highlight war. Ich liebe, 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 liebe dieses Buch. Selber Autoren wie von Eliza and the Monsters, mein absolutes Lieblingsbuch. Geht es lesen. Ich habe es übrigens gemeint vom letzten Instagram-Bild, was ich gemacht habe, das Cover zu knicken. Ich war mehr als devastated about it. It wasn't fun. Ich bin ehrlich gesagt auch immer noch nicht ganz drüber hinweg. Wir befinden uns immer noch im Januar und das letzte da abgeschlossene Buch ist Magnus Chase and the Hammer of Thor gewesen. Das 2. Buch der Magnus Chase-Reihe. Das habe ich nämlich letztes Jahr im Juli angefangen und hier ausgeliehen und konnte es leider nicht beenden. Musste es also wieder abgeben und konnte es auch zu Hause nicht zu Ende lesen, weil ich es auf Englisch beenden wollte. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ein halbes Jahr später. Das nächste Buch habe ich im Januar angefangen und im Februar beendet und es hat mir meinen ganzen Januarschnitt versaut, weil ich mehr als 1/3 des Januars damit verbracht habe, dieses Buch zu lesen. Aber ja, das besagte Buch ist Eleanor Park. Ich habe da 3 Wochen dran gelesen. 3 Wochen. Und ja, ich habe zwischen dem 11. und dem 23. Januar 6 Bücher beendet. Nun endlich im Februar angelangt, wurde mein Februar-Read nur noch ein einziges Mal beendet. Wenn ihr Redebedarf habt, weil ihr das Buch auch gelesen habt, ich verlinke euch meinen Booktalk hier oben. Ich werde in dieser Eigenwerbung immer besser. Ein weiteres Buch im Monat Februar ist Shadow Me gewesen, auch überaus erfolgreich. Danach habe ich noch The Assassin's Blade beendet und weil ich mir mein Schnitt nicht zu sehr versauen wollte, habe ich am 27. Februar abends noch beschlossen, mit Wonder anzufangen. Ich habe sogar noch am 28. beendet, von daher ein weiterer Read im Februar und es war great. Lesen. Allerdings hatte ich in der Zeit, in der ich Wonder gelesen habe, schon ein anderes Buch am Laufen, an dem ich jetzt seit knapp 3 Wochen sitze. Damit wären wir auch bei meinem Current Read angelangt. Überleitung kann ich. Und zwar Edmund Crumbs Staubchronik. Ich kämpfe noch. Mittlerweile bin ich auf Seite 101, aber ich habe meine Erlösung gefunden. Der Classy Book Club liest dieses Buch im Monat März. Ich verlinke euch den Instagram-Account unten in der Infobox. Und ja, ich werde dieses Buch also mit dem Classy Book Club lesen und es deswegen hoffentlich im März beenden. Wenn ihr dieses Buch also auch auf eurem TBR liegen habt, dann lest es doch mit uns. Aber ja, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich hoffentlich schon auf der Hälfte? Wir wissen es nicht. Denn obwohl ich toll bin, kann ich leider nicht in die Zukunft sehen. Außerdem habe ich am 1. März mit meinem März-Read angefangen. Eine kurze Geschichte der Zeit. Und holy, it ain't easy. Aber äußerst interessant. Definitiv nicht langweilig. Allerdings musste ich schon einige Sätze so 3-mal lesen, bis ich sie verstanden habe. Also nicht einfach. Ich bin auch erst auf Seite 27, Kapitel 2. Aber wenn ihr das Video seht, hoffentlich auch schon weiter. Meine Pläne für den Monat März sind
nicht existent. Mein TBR umfasst immer noch so um die 100 Bücher, also an der Auswahl liegt es nicht. Ich fliege und fahre viel hin und her, Konzerte, letzte Woche in England, Arbeit, bla bla bla. Deswegen bin ich ehrlich gesagt schon fast stolz, wenn ich es schaffe, diese beiden Exemplare zu beenden und vielleicht noch Unravel Me, den zweiten Teil der Shademir-Reihe. Ich muss all diese Bücher nämlich irgendwie nach Hause bekommen, denn es sind viele. Im nächsten Video liegen dann da hinten also so um die 3. Ich will auch noch 3 weitere kaufen. Vielleicht liegt dann da hinten auch nur 1. Wir werden sehen. As I said, ich kann leider nicht in die Zukunft sehen. Das hängt nämlich alles von dem Platz und dem Gewicht meiner Koffer ab. Wenn alles glatt läuft, dann fange ich im März auch noch mit Empire of Storms an. Aber wir lehnen uns jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster. That was it! And now you're updated. I think. Und mein Bücherregal da hinten ist komplett auseinandergepflückt. Wow. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen für mehr Leseupdates, damit ihr seht, wie weit ich wirklich mit den ganzen Büchern gekommen bin. Und Kurzrezensionen könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, Link in der Infobox. Für hoffentlich regelmäßige Videos jeden Donnerstag könnt ihr gerne abonnieren. Und hier kommt jetzt noch zu meinem letzten Video. Never stop reading. Tschüss. Übrigens sieht es hier jetzt so aus. Und das ist mein Bücherregal. Sieht scheiße aus. Aber habt ihr die hier schon gesehen? Sie ist so cute.